Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal der Captain Chips. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich bei The Legend of Zelda Ocarina of Time, der Nintendo 64 Variante. Woo! Und wir wollen jetzt zu Prinzessin Zeldas Schloss. Mal sehen, ob wir das auch hinkriegen. Das ist nämlich nicht gesagt. Schloss Hyrule. Da sitzt schon wieder die blöde Eule. Link, hier entlang. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Wisse, hier auf dem Grund, hier auf diesem Grund, nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Suchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun, hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein. Scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Ah, wie war denn das nochmal? Muss ich mich da jetzt nachts durchschleichen oder ging das auch tagsüber? Aber ich muss sonst. Überleg gerade, wie war denn das? Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Käfer! Geld! Ja, immerhin was gefunden. Finde ich gut. So läuft's. Ja, danke. Skulptur-Symbol. Ah, ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her. Ich versuch's erstmal. Ich bin mir fast sicher, dass ich hier nicht nachts lang soll. Ich weiß es nicht mehr, es ist so lange her. Leider weiß ich es nicht mehr. Warum fehlt mir noch das Huhn? Das ist ja das Problem. Nein! Ja, sehr gut! Aua! Muss dir nicht gleich wehtun. Du Penner. Da hab ich gar nichts getan. Muss ich nachts lang? Nein, ich bin immer. Ach, hier, guck mal, was ist mit ihr? Gehst du zufällig auch zum Schloss? Ja, tut es mir einen Gefallen. Würdest du dort meinen Vater für mich suchen? Ist jetzt der eingeschlafen. Macht irgendwo ein Nickerchen. Ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm dieses hier an dich. Bewahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es gebrauchen können. Hihihihi. Genau, das Ei. Dann würde sich darin etwas bewegen. Warte ab, was passiert. Okay. Im Gegensatz mit. Ja, gut, das ist klar. Kann ich das nicht abbrechen? Nein, danke. Ich weiß Bescheid. Irgendwo im Menü. Genau. Genau. Wir können mal kurz abspeichern. So. Sehr schön. Ja, ich überlege gerade, wie war denn das jetzt hier mit der. Ich versuch's nochmal. Hier vergeht ja die Zeit eh. Was denn jetzt? Ja, hör mal auf. Reiß dich zusammen, Junge. Reiß dich zusammen. Hä? Lass mich mal nicht schlecht aussehen hier von den Leuten. Ja? Wir verstehen uns. Ich glaube, er hat's verstanden. Was ist das da oben eigentlich? Ein Symbol in der Ecke. Oh, jetzt wird's dunkel. Oh. Jetzt muss ich aufpassen. Was denn, war das tagsüber? Sollte man tagsüber rein? La. Irgendwie so zwischendurch auf jeden Fall.
Wir hier vorne hinten lang. So. So weit, so gut. So weit, so gut. Da singt sie wieder, die Kleine. Oh Leute, ich gucke mal nicht auf die Zeit. Aber ich glaube 5 Minuten gerade mal. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt 5 Minuten. So. Hopp. Zack. Rinnen in den Topf. Auf durch den Burggraben. Ja. Schön. Geld, Geld, Geld. Hopp. Na, nix. Okay. Denn nicht. Na, no, da ist der Typ, der schläft. Ah, jetzt muss dieses Ei noch eben bis morgen früh warten. Wach auf! Murmel, Murmel, Grummel. Milch, frisch abliefern. Muss mich beeilen. Genau, muss mich beeilen. Beeile dich, Junge. Hopp, hopp, hopp. Lalalala. So, jetzt ziehen wir hier ein paar Kisten hin und her. Weil damit müssen wir nachher da drüber. Über die komische Brücke. Oh, es wird schon wieder Tag. Mann, wie schnell geht das denn? Los! Drück, Junge, drück! Ach. So, jetzt müssen wir gleich... Genau. Boah, dein Eis ist so geschlüpft. Das Kuchen ist geschlüpft. Wow! Du hast dein Ei ausgeruht. Das Kuchen ist geschlüpft. So, jetzt... zack! Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Retten. Hallo, wer bist du? Also ich bin Talon, Besitzer der London-Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Also, ich muss mich kurz ausruhen. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Malon sucht mich? Sucht nach mir? Dann komme ich bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Ich hatte ihn doch versprochen. Auweia, das läuft nicht gut. Ja. Tschüss. Hopp, hopp. Die Grafik, ey. Wahnsinn. So. Drück. So, jetzt kommt der schwierigste Teil. An dem ich am Anfang, ich weiß noch ganz genau, das erste Mal habe ich ja so oft versagt. Ah, mal sehen, ob ich das jetzt so spontan nach ewigen Zeiten mal wieder hinkriege. Das mit dem Garten. Das ist keine gute Erinnerung. Ne, die blödsten Stellen. Gleich nach dem Wasserpalast ist das Schlimmste, was es gibt. Oh, der Wasserpalast. wenn ich daran nur denke. Alles, was irgendwie mit Wasser und Zelda zu tun hat, ist immer schlecht. Immer schlimm. Hopp. Los und rein. Na gut, los geht's. Okay, der geht ja noch. Naja, ja. Lauf mal, lauf mal. Trottel. Ja, so nicht. Ist keine Chance. Keine Chance hast du. Zack. Ich hab doch immer das Schild benutzt, um noch kleiner zu wirken, aber das ist ja auch völlig Blödsinn, weil es hat ja nie irgendwie funktioniert oder in irgendeiner Form irgendwas getan. Genau, so. Den ersten haben wir schon mal. Sehr gut. Es sind schon wieder zwei gleich. Der eine ist natürlich schneller als der andere. Na komm, bewegt euch. Macht die Grafik eben. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, warum die in deinem Remake gemacht haben. War doch eh schon gut. War doch schon super tolle Grafik. Hält der andere in der Mitte an? Ne, die halten beide immer an den Ecken an, ne? So ist gut. Lauf weiter. Jetzt halten wir beide da auf. Na komm. Ah!
könnte das natürlich probieren, aber ist verlockend. Ich kann es ja mal probieren. Der hält an den Ecken oder in der Mitte? Das ist hardcore jetzt hier. Ganz ruhig, Junge, ganz ruhig. Alles gut. Alles gut, ich bin noch da. Oh, wenn er sich umdrehen würde, wäre natürlich hart. Das wäre echt hart. Na, so geht's. Geht doch, funktioniert doch. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich wusste, dass ich das schaffe. Hallo. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hier auch wirklich abpasse. So, so ist gut. So ist perfekt. Bleib so, Link. Bleib so. Sehr schön. So, jetzt sind hier die Zwehe. Das ist, glaube ich, jetzt das Gemeinste von allen. Der eine hält nämlich, glaube ich, in der Mitte. Der andere nicht. Der hält, glaube ich, geht immer komplett durch. Genau, der hält da in der Mitte. Der geht komplett durch. Das müsste jetzt eigentlich nur... Hält der jetzt auch in der Mitte? Ja, der hält da in der Mitte. Und der geht da komplett durch, ne? Schade, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, ich muss eigentlich nur... Genau. So. Perfekt. Nur einer sogar. Ne, sind zwei, ja, verdammt. Das ist nur einer. Das ist immer schnell. Halten die überall? Die halten, glaube ich, immer in der Mitte, ne? Ja. Warum sehe ich den da hinten jetzt auch immer nicht mehr? Das ist nicht gut. Okay, der geht durch. Oder geht auch durch. Ja, geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Yay. Gott sei Dank. So, jetzt zeige ich euch ein paar Easter Eggs. War das hier das Fenster? Nee, das Fenster war es nicht. Oder zumindest das einzige Easter Egg, was ich eigentlich so ziemlich kenne. Genau, hier hinten. Yay, Bowser. Zelda, nee. Da ist Bowser. Da ist Bowser, da ist Super Mario. Peach. Und links ist noch Yoshi, ne? Genau. Da. Super, ne? Und die Schnalle, die Zelda trägt. Zelda, die Schnalle. Also die Schnalle, die Zelda trägt. Nicht Schnalle, die Zelda-Schnalle, sondern die trägt eine Schnalle. Da ist es auch Bowser als Kopf. Hier gibt es, glaube ich, nochmal Geld. Nee, okay. Kein Geld. Kein Geld für Link heute. Kein Problem. So. Hi, Zelda. Nee, Quatsch, das war die andere, das war diese Marlon, die trägt einen Bowser-Schnaller. So war's. Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Waffen vorbeizukommen? Tja. Aber ist ein bisschen krass so, wenn so einer Turm, der die ganze Zeit anschweigt, der nicht redet. Dich nur anstarrt. Perverser. Was ist das? Eine Fee.
dann kommst du aus dem Wald? Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Nun, hast du ihn dabei? Nein, natürlich nicht. Ja. Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Daran überzogen dunkle Wolken, dass unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein strahlenhelles Licht diese Wolken. Es kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Oh. Wie lautet dein Name? Ich habe keinen Namen. Ich möchte nicht mit dir sprechen. Ich fühle es. Link! Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Link. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reichs einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Es ist doch nicht weitererzählen, oder? Okay. Dies ist die Legende. Also, entspannt zurücklehnen. Zwischensequenz. So. Das Triforce vereinte die Kräfte der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hatte die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in den Händen hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Warum eigentlich mal Reichtum? Warum immer Reichtum? Würden Wünsche eines Menschen mit niederen Gesinnungen erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Daher richteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Das ist sehr schön. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der königlichen Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Dam 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 da. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Ja. War ja jetzt nicht so schwer. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch diese Fenster hier geschaut. Ach, wirklich. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ja. Natürlich. Sonst geht das Spiel nicht weiter. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Ist sein Mund offen? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen. Doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht.
Aber erst wenn ich es ihm erzählt habe, dann hat er Ahnung. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von den Träumen. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reichs abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Und um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule Nein die gesamte Welt unterwerfen. Link, wir sind die einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ich glaube dir kein Wort. Bitch. Ja, ist ja gut. Ich danke dir. Link. Ich habe Angst. Große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meinen Kräften schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbleibenden heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Tri versuchen und dessen Kräfte Ganondorf bezwingen. Eins noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Mal sehen. Das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Im Gegensatz... Ist okay. Wir wissen Bescheid. Meine Vertraute wird dich aus dem Schloss geleiten. Unterhalte dich ruhig mit ihr. Okay. Aber vorher beenden wir die Folge, Leute. Und danach gehen wir mit Impa aus dem Schloss. Alles klar. So, Leute. Also, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, Like, Däumchen hoch, Träumchen und ach, was immer. Alles klar. Ich bin der Captain Mayhap. Ciao.